Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge GTA Online. Wir sind heute wieder mit unserem Motor... Das ist mein Motorrad. Wir sind heute wieder unterwegs als... als Motorradclub. Und Yannick, wenn du jetzt den Knopf drückst, dann kriegst du Boost. Das steht da oben links irgendwo. Bei mir steht da noch gar nichts. Aber die, bei mir steht da, bei diesem Auftrag werden... Ah. Okay. Siehst du? Und wenn du jetzt bremst, dann lädt sich das unten links wieder auf, das Gelbe. Aha. Geh mal voll in die Eisen. Siehst du? Ah. Ich verstehe. Sehr gut. An sich ist das Motorrad ganz schön langsam. Ja, aber du musst auch nach vorne drücken, ne? Und außerdem, wir sind zu zweit. Dann ist generell das Motorrad so oder so langsam. Ich würde sagen, wir sollten gleich aussteigen. Oder, nee, wir müssen ja so oder so erstmal nur einsteigen und die fahren, ne? Ich glaube schon. Ja. Ah, das ist wieder derselbe Platz. Das letzte Mal haben das vielleicht die Leute gar nicht gesehen. Das war ja im Stream. Ah ja, stimmt. Bing. Könnte von den Leuten nicht gesehen worden sein. Das stimmt. Aua. Alter, die SUVs sind sowas von... Ach ja. Scheiße, ey. Wir müssen ja in der Nähe bleiben. Genau. Und scheitert die, die Mission, ja. Ja, die sind so... Scheiße zu lenken, ey. Ja, so geil sind die jetzt nicht, das stimmt. Ja, und wenn wir gleich ankommen, ist ja wieder Fratzengeballer. Ach ja, das ist ja da oben dann. Ja, wow, wow, da ist eine Tankstelle. Alter. Ja, die Motorradfahrer sind ja langsamer als wir, das gibt's ja nicht. Wow. Ich habe auch ein Schild weggerissen, ey. Ja, die Motorradfahrer, unsere Verfolger sind ganz schöne Luschen. Ja, die sind ganz schön weit weg. Wir sind ja auch schon gleich da. Ja. Ich glaube, dass die Mission nicht wieder so verbuggt ist wie im Stream. Ja, wo man dann so Ewigkeiten warten muss. Ja. Also entweder sollten dann noch Gegner kommen oder die Mission sollte vorbei sein. Oh, sorry, Alter. Das war nicht geplant. Ich geh rechts hin. Yo. Ich hab nicht mehr viel Munition, Alter. What?
Ah, ist keiner mehr. Es kommt bestimmt auch wieder keiner mehr. Jetzt müssen wir wieder 4 Minuten warten. Jo. Dass irgendwas passiert. Wow, hier backt sich gerade ein Auto durch die Gegend. Nee, der will versucht, der versucht da wegzufahren. Da ist einer drinne. Stimmt. Aua! Chill, Junge. Hast du ihn jetzt erschossen? Nein. Nein. Ich habe auf seinen Reifen geschossen. Oh, die Mission ist so doof, weil die voll verbuggt ist. Tut uns leid, liebe Zuschauer, dass das jetzt so scheiße ist. Ja, können wir nicht ändern. Nö. Wow. Hab ich mir auch gerade so gedacht. Was ein Scheiß. Du eigentlich deine 50 Headshots schon voll? Ja, die habe ich schon voll. Oh, diese Mission ist ja ätzend. Ja, so kann man das ausdrücken. Oh, machst du das wieder? Ah, ja. Nee, diesmal wirfst du Molotow-Cocktails. Und Tränengas. Und Tränengas. Ja, dann chillen wir halt mal noch ein paar Minuten hier. Zwei. Och, ist das spaßig. Jo. Ups. Alter, warum fahren immer hier so geile Autos lang, wenn ich nicht drauf achte? Mir ist mir auch schon aufgefallen, hier fahren sehr viele gute Autos rum. Oh. Wow. Klaust du jetzt ein paar Autos? Ja. Oh. Ha? Guck mal da. Oh, da kommen noch welche. Mensch. Oh, shit. Oh, da ist wer hoch. Fertig. Geil. Oh Gott. Gut. 34.000, jawohl, ich kann das Ding kaufen. Oh, warte. Ja. Nein, er fährt weg. Was, der Benji? Den wollte ich haben.
Wow. Hast du das auch gesehen? Ja, mit dem LKW das? Ja. Mega nice. Gesehen. Mega nice. Oh nein. Boah, Alter, ey. Bist du vor die Tonne gefahren? Ja. Toll. Was denn? Jetzt doch. Ich dachte, ich komme nicht mehr rein, weil das Fahrzeug zu nah an dem Dings war. Und ich habe jetzt auch erfahren, warum die Fahrzeuge immer alle weg sind. Warum? Wir haben das ja immer auf die Treppenstufe oben drauf gestellt, da wo wir eigentlich rausspawnen. Wenn du die Fahrzeuge da hinstellst, werden sie despawned, damit du nicht in den Fahrzeugen spawnst und stirbst. Ah, okay. Oh, lass mal Arm drücken. Ja, ja, gleich. Ich muss jetzt erstmal an the open road. Was musst du? An meinen Laptop hier. Oh, da ist ja noch ein Laptop. Ja. Also, wenn ich mir das jetzt kaufe, habe ich noch 4000. Oh. Egal. Jetzt kaufen. Bestätigen. Kauf erfolgreich. Yay! So, was kann ich jetzt damit machen? I don't know. Gibt mir das irgendwas? Irgendwas Schönes? Da, Dokumentenfälscherei. Unternehmen im Besitz. Warenwert 0, Verkäufe gesamt 0, Gesamtverdienst 0. Inaktiv, nicht eingerichtet. Lass uns da mal hinfahren. Erstmal Arm drücken hier. Hallo? Geht hier mal was? Willkommen beim Arm drücken. Wie geht das jetzt? Hä? Ey! Du hast nicht verstanden. Du musst rechts, links drücken. In Dings. Nochmal Revanche? Von mir aus. Ja! Okay. Du machst das mit dem Controller, ne? Ja. Ja, ich muss das mit Tastatur machen, das ist für Scheiße. Achso, ja, ja. Alter, ich hab 48 RP dafür gekriegt. Hi there, sweetie. Hey, what? Was denn? Wenn du gleich rauskommst, guck mal an unserer Tür. Achso, da ist so ein Kreditkartenslot. Siehst du das? Nee, das ist eine Sicherheitsanlage. Oh, fuck. Das ist ja eine Sicherheitsanlage, Alter. Das sieht aus wie Numpad für... mit grün, gelb und... oh, rot. Wie bei einer Kreditkarte. Oder ist noch ein Slot für eine Kreditkarte? So sieht das zumindest aus. Alter, ich wollte nicht ins Clubhaus, Mann. Scheiße. Bist du schon weggefahren? Mm-mm. Gut. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Ja, ich will mal da hinfahren zu meiner Anlage. Okay. Vielleicht kann man da irgendwas machen. Okay. Jawohl. Was denn? Ja, wie du da gesprungen bist. Ach so.
Wow, bleib mal stehen. Fuck, ich kann nicht einsteigen. Der ist aber auch nicht auf der Karte zu sehen. Nee. Da ist auch einer drinne. Was ist das wieder für ein Fake? Wagen klingt ja ganz geil, ne? Aber ist total langsam. Ist voll langsam. Dass du den Motorradfahrer nicht umgefahren hast. Ja, der war zu weit hinten, dann hätte ich die Kurve nicht mehr geschafft. Hätten wir geradeaus weitergemusst, hätte ich das sicherlich getan. Ja, wir sind ja auch schon fast da. Jo. Hast du gedacht, dass du da rechts abbiegen musst? Ja. Ja. How you doing? Listen, I'm working on some. Hä, warum? Kannst du eintreten? Ja, ich bin drinne. Okay. Weil bei mir nur steht allein eintreten, Fragezeichen. Sobald der Betrieb läuft, kann dein Motorradclub gefälschte Papiere herstellen und auf den Markt bringen. Dein Präsident kann von diesem Laptop aus den Open Road Website zugreifen, um das Unternehmen in Betrieb zu nehmen. Von hier aus kann er die Ausrüstung und die Rohstoffe finden, die gebraucht werden, um die Produktion aufzunehmen. Also du musst an diesem Laptop sitzen. Mhm. Ich sehe den Laptop. Ich? Nee. Doch, das ist der Laptop. Alter, das sieht geil aus. Produkt unten rechts, guck mal, Produkt und Vorräte. So, einrichten. Sind Sie sicher, dass Sie... Oh. Sind Sie sicher, dass Sie das Unternehmen einrichten wollen? Bestätigen. Oh. Du bist weg. Ja. Ich auch. Jetzt sind wir draußen. Ah, hol die Tasche ab und bring sie zum Unternehmen. Okay. Zwei Fahrzeuge. Das machen wir doch glatt, diese Mission. Ja. Deswegen auch die Frage, ob du dir sicher bist. Ja. Bei der Organisation, die wir vorher gegründet haben, war es nicht so. Hast einfach Namen eingetippt, dies, das und Ananas, ne? Dies, und, das, Ananas. Ja. Und nachdem du das alles eingegeben hast, konntest du einfach nur die Mission vom Laptop ausstellen. Okay. Alter, du Arsch.
Abbiegen! Jetzt abbiegen! Ah, du Wichser. Oh, Motorradfahrer. Oh. Oh Mann! Noch einer. Oh, der ist richtig böse gewesen. Motorradfahrer, den du da runtergefahren hast. Ja. Ich hab ihn dann überfahren. Oh, noch einer, der ist auch richtig böse gewesen. Lebt jetzt auch nicht mehr. Ist ja nett, dass du mir einen Motorradfahrer übrig gelassen hast. Echt? Hab ich? Ja. Nicht geplant. Hast du alles? Ja, war nur eine Tasche. Von Duft schlecht verschlüsselter was? Verschlüsselter Duft? Persönlicher Daten werde ich immer ganz feucht. Los zurück zum Stützpunkt. Alter, sogar der Jeep ist. Was für Deutsch? Sogar der Jeep ist schneller als das scheiß Fahrzeug, was ich fahre. Wieder umgefallen ist. Wow! Ich habe mich so ein paar Mal überschlagen. Echt? Mhm. Toll. Da ist so ein Typ, der ist sauer. Nö, der ist nicht mehr da. Nicht? Nö. Hab ihn umgefahren. Hab ihn aber nicht getötet, weil der Punkt war immer noch rot. Mir. Man sollte, wenn man fährt, nicht irgendwo anders hinkommen. Alter! Alter! Du hast mich gerade voll unter den Jeep geschossen, ey. Ah, ich muss hinten hin. Stimmt. So, Vorbereitung abgeschlossen und damit haben wir auch unsere Folge abgeschlossen, meine Freunde. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Zwischendrin war es ja sehr, ja, öde. Aber wir haben es geschafft. Wir haben unsere ersten Waren für unseren Motorradclub. Yes! Und genau. Wir können anfangen, unsere Produkte... What? Das war ja mal geil. Naja. Bis dahin, ich wünsche euch was. Tschüss.